So, guten Morgen, willkommen zurück zu Die Reise ins All. Ich sage jetzt immer nicht, was ich gerade gedacht habe. Wir laden gleich mal von Magwitz, ja. Wir laden von Magwitz ein und ich glaube, ich hatte alle Quests abgeschlossen. Können wir uns die nochmal anschauen? Ja, cool. Es fehlt hier definitiv ein Tagebuch. Ja, die konnte man jetzt glaube ich noch gar nicht betreten. Ne, die konnte man auch nicht. Schöne Aussicht. Ach ja, ich wollte noch mal zeigen, was passiert, wenn man die andere Option nimmt, die man noch hat. Ein anderes Mal. Nie. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass ich alles gemacht habe. Und gehen wir da rein. Das ist ja spektakulär. Damit lässt sich die Produktion ja um das Doppelte steigern. Hochdruckschmelzofen mit neuartiger Hitzeentfaltung. Aussteller Professor Heisen. Ah, ja, ja. Gleich mal fotografieren, auseinanderbauen. Kann man da noch? Ich habe hier so ein komisches Blinken gehabt. Selbsttätig fortlaufende Transportrollband. Aussteller Professor Heisen. Doll. Gestanden von Magwitz. Greift umhin, die Herren in ein Fachgespräch vertieft zu sehen. Angenehm, Ihre Bekanntschaft zu machen, Herr Leutnant. Wir sind die Eigentümer der Fabriken unten am Fluss. Schutzbarone, wie? Ja, Spaß. Treffend bemerkt, Herr Leutnant. Obgleich wir uns erlauben, die Bezeichnung von Bekannten vorzuziehen. Hä? Ach nichts, haben Sie schon ein wenig umsehen können, Herr von Magwitz? Gerade erst eingetroffen. Hoffe, ihr eigenes Gesicht zu bekommen. Kommt gleich was ins Spiel. Dann achten Sie einmal auf den Namen der Aussteller. In diesem Jahr scheint es nur einen einzigen zu geben. Professor Heisen. Was soll es keine Lust, was zu zeigen? Wie? Im Gegenteil, es hatten sich mehr Aussteller als je zuvor angemeldet. Aber alles verblasste gegenüber der sprühenden Kreativität des Professors. Wie ist der Knabe gleich? Meise? Ja, ich kenne jemanden, der hat auch eine Meise. Aber Sie werden doch Professor Heisen kennen. Er ist ein weltberühmter Forscher und Gelehrter und ich glaube, es ist fast genau ein Jahr her. Seine abenteuerliche Geschichte ging noch in der Presse rauf und runter. Hä? Sie müssen davon gelesen haben. Er grub irgendetwas im Orient aus und verschwand dabei, spurlos. Eine Suchtruppe durchkämmte tagelang die Wüste, ohne auch nur das geringste Anzeichen nach einem Verbleib zu finden. Und einen Monat später taucht Heisen wieder auf. Aber er sagt kein Wort über das Geschehene und Erlebte. Unerhört, meine ich. Darauf schloss er sich monatelang ein. Manche meinten schon, er wäre, ja, geistig indisponiert durch die Strapazen. Sehr nett ausgedrückt. Doch weit gefehlt, wie wir jetzt sehen. Während der vergangenen Zeitspanne hat Professor Heisen all das hier geschaffen. Der Mann ist ein formidables Genie. Wir fragen uns, wo er nun die Ideen für seine Innovation hier hat. Aus Wikipedia. Leutnant? Hä? War ja allerhand, was sie da berichtet haben. Fürchte, den Mittelteil glatt verpasst zu haben. Scheiße. Nicht so ungut, Herr Leutnant. Reden Sie doch einfach mit Professor Heisen, wenn Sie Interesse an der Geschichte haben. Was er denn mit Ihnen redet. Uns gegenüber schweigt der Mann ja wie ein Grab. Ach, ich mag das, wenn er mit Hacken knallt. Explosionskörperförderungsvorrichtung, Aussteller Professor Heisen. Potflitz! Eine Riesenkanone! Werde Schleicher mal darauf hinweisen! Kann wichtig sein! Ach, das kleine Spielzeug da. Muss menschlicher Forschungsgeist eigentlich immer nach doch zerstörerischen Waffen trachten? Habe ich doch wohl gerade verhört! Wird er dem Militär ins Zeug fliegen? Ach ey, ein Uniformträger. Nein, nein, ich muss mich wohl unglücklich artikuliert haben. Herrliche Waffe, immer weiter so. Wo die hinballert, wird kein Gras mehr! Jedes Jahr werden die Dinger größer und schwerer. In 100 Jahren wird der Apparat wohl so groß wie ein Haus sein. Ach nee. Automatisierter Kompressionsapparat. Ganz ehrlich, das sieht aus wie ein Besen. Ein Besen, der hinten komisch flattert. Ja. Ich sitze jeden Tag am Reißbrett und zermarre mir das Hirn. Auf so eine pfiffige Idee bin ich noch nicht gekommen. Heisen ist genial. Transportable Radiowellenempfangsanlage. Sieh an. Ist ja unglaublich. Wir teilen das Gerät inklusive zur Wand in dem Rohr.
Das ist geil. Tja, ja. Ja, doch. Ja, Professor Eis im letzten Jahr alle Freiheiten an der Universität gelassen. Wie ich sehe, hat er sich ausgezahlt. Stahlpanzermantelnder, quantenunterbindender Schwarzkörper zwecks Zeugen unendlicher Energie. Donnerwetter. Wie gut, dass ich Husten habe, dann macht das alles auch viel einfacher. Fantastisch! Professor Eisen postuliert eine physikalische Welt unterhalb des Äthers. Wie mein? Dass ich keine Frechheiten herausnehmen! Nehme! Erfrischend. Nein, echt. Wir speichern. Huch, haben Sie mich erschreckt. Gestanden, von Magwitz! Wurde Knecks von Ihrem Mann vor dem komplizierten Ding alleingelassen? Ich bin zufällig aus einem eigenen Antrieb hier. Mit meinem Aurel. Oh, mein Familiendienst. Was lese ich denn da schon wieder? Das ist Hochdeutsch, das kann man nicht lesen. Und meine Familienstadt hat sie überhaupt nichts anzugehen. Verstehe! Wenn Knecks der weniger kratzbürstig ist, wird sich schon ein Rosenkavalier finden. Also das ist doch... Guten Tag. Eigenartige Person. Warum kann ich den Schraubenschlüssel nicht mitnehmen? Warum speichere ich auch so viel Speicherständen? Weil ich es kann. Kolbengetriebenes Belüftungsdampfaggregat. Überraschenderweise von Professor Heisen. Gestanden von Magwitz! Grundgütiger, haben Sie mich erschreckt? Haben Sie einen bestimmten Grund, mich von meiner Arbeit abzuhalten? Oder treiben Sie berufsmäßig einen Schabernack mit ehrbaren Forschern, junger Mann? wie mein? Ah, das ist super mit Husten und so. Macht mir ganz konfus mit seinen Vorhaltungen! Ach, seien Sie, ich vergesse immer, wie schnell Ihresgleichen aus der Fassung zu bringen ist. Mein Name ist Heisen, Professor Heisen. Was kann ich denn für Sie tun, Leutnant? Hut ab vor Ihrer Technik. Das haben Sie artig gesagt. Ich bin auch sehr stolz auf meine Errungenschaften. Ja, voll viel Archiv mitgesammelt, ey. Auch wieder die Frage, wie Sie das alles zustande gebracht haben, Professor. Mit meinem Buch, ey. Ich fürchte, das bleibt mein Betriebsgeheimnis, mein Lieber. Haben Sie die Kanone da gebaut? Kanone? Aber nein, Leutnant, das ist ein explosionsgetriebener Beschleunigungsverstärker. Mit dieser Apparatur wird es der Menschheit einst möglich sein, in die Tiefe des Weltraums vorzustoßen. Ja, so sind sie damals auf den Mond gekommen. Bitte wie? Kanonen schießen doch gemein den Norden zu Tal! Diese nicht, Leutnant. Sie soll irgendwann einen Erkundungskörper nach oben abschießen. Aber womöglich baue ich dafür noch ein größeres Exemplar. Größeres Exemplar? Klingt ja vielversprechend! Ah, schön. Was hat dieser eigenartige Mensch denn auf einmal? Stimme passt es so super in ihn. Ach, herrlich. Es fällt ihn ein! Ja. Dann glaube ich erstmal einen Schluck von mich tuchel. Ich dachte mir, meinen alten Freund, Professor Heisen, einen kleinen Besuch abzustatten. Nicht zu weg! Schöne Musik. Moriarty! Professor Moriarty, bitte sehr. Ist das nicht so geschrieben werden? Egal. Ich hoffe doch, ich störe Ihre kleine Privatausstellung nicht. Was wollen Sie, Moriarty? Das, was alle großen Männer wollen. Gerechtigkeit. Diese Weltausstellung soll den Triumph meines Genies feiern. Aber stattdessen jubelt man den Werken ihrer kleinkarierten Existenz zu Heisen. Erlauben Sie sich eigentlich, wie ich die Stimmen total durcheinander mische. Wenn Sie den Neid auf einen exzellenten Wissenschaftler hierher treibt, dann gehen Sie besser. Neid? Was erdreisten Sie sich? Dafür werden Sie die Wirkungsweise meines Entladungsgeräts spüren. Oder auf einmal so schüchtern, Teuerste. Darf ich so frei sein, Ihre Hand zu ergreifen? Werde dem KW nimm ins Gebein ritzen! Unglücksmensch, was tust du da? Das Entladungsgerät. Zerstört, was für ein barbarischer Akt. Verschwinden Sie, Moriarty. Durch Ihre Schläge sind hier nicht gelitten. Wir haben gelitten, ey. Bevor ich gehe. Erlaube ich mir erstmal eine Taste zu drücken, damit es weitergeht.
Schön. Viel Vergnügen mit den kleinen, mit meinen Krabblern. Oh, Stahlspinne. Oh. Mal einschätzen. 28 AP, Element Erde. Kälte und Tritte. Kein Ding, wir haben ja Trittfähigkeit ohne Ende. Ich weiß gar nicht, macht das Schaden? 19 AP. Es macht weniger Schaden als mein normaler Schlag. Toll! Das hat's total gelohnt. Ja, wie ich es hasse, wenn sie ausweichen. Und nein, ich werde die Kämpfe nicht herausschneiden. Ich muss sie mir auch anschauen. Und salben, jawohl. Teufel, Teufel! Dieser Bursche ist eine echte Landplage. Vielen Dank, Leutnant, dass Sie so tapfer in die Bresche gesprungen sind. Sind die Herren dann fertig mit dem Austausch von Artigkeiten? Benötigt jemand Hilfe? Der Ärmste, er ist von einer Art nervösen Nervenleiden befallen. Aber ich denke, ich kann ihm helfen. Die Nächste stellen sich ja bemerkenswert geschickt an! Als Journalistin muss man eben flexibel sein, Herr Offizier. Schreibende Zunft! Beerdeste, ist einer von den Tittgleksern? Das ist die typisch aufgeblasene Art, die wir im fortschrittlichen Anzeiger bekämpfen. Kinder, Kinder, nun hört fein auf zu schreien! Hört fein auf zu... Ja, so heißen Stimme wird nix mehr, dem Let's Play sehe ich jetzt schon kommen. Wenn ein Vorgesetzter über das vorgefallene Bericht erstatten! Empfehle mich! Ich fürchte, die Ausstellung muss bis auf weiteres einmal geschlossen werden. Bleiben Sie erst einmal rückliegen, guter Mann. Ich würde dieses Vorfall einen Artikel schreiben, der die Bürger aufrüttelt. Bitte mir entsprechende Würdigung des Militärs aus, Teuerste! Die Presse lässt sie nicht befehlen, was sie schreiben soll, mein Herr. Papier in der Unfug! Stiftet nur Verwirrung und bringt brav untertan gegen die Obrigkeit auf! Ich habe mich um einen Patienten zu kümmern. Guten Tag. Ich hätte nie gedacht, dass Moriarty so weit gehen würde. Scheint ja der Typ geradezu diabolisch Format zu sein. Das ist der leider. Das ist der. Entschuldigen Sie mich nun, werter Leutnant. Ich muss kontrollieren, wie viele Apparaturen durch den misslichen Zwischenfall Schaden genommen haben. Ja, sieht alles sehr kaputt aus. Erstaunlich, dieser Vorfall zeigt mir wieder einmal, in was für eine interessante Zeit wir leben. Diese Technik und diese Möglichkeiten. Ungläubig, wo zahle ich eigentlich diese gewaltigen Steuerbeträge, wenn ich dann doch um mein Leben laufen muss? Ärger nicht, Kerl! Seinesgleichen spart das Militär doch kaputt! Da hat er nun den Salat! Das ist ja einfach lächerlich, das muss ich mir nicht anhören. Das Neueste, die Welt ist schon überfallen, unbekannter versetzt Besucher in Panik. Genau, was ich hören will, weil ich überhaupt nicht dabei war. Das wird dir wieder für tagelang Gesprächsstoff sorgen. Ich werde nicht jedem eine einzelne Stimme geben, nein. Ich bleibe lieber hier in der Nähe. Bestimmt werde ich bald gebraucht. Allerdings fürchte ich, meine Frau Gemahlin wird diese Verwicklung sehr ungnädig aufnehmen. Wir waren im Gasthaus in der Altstadt verabredet, wenn ich nur eine Nachricht zukommen lassen könnte. Ja, der berühmte Wink mit dem Zaumpfahl. Hoffe, für den alten Itzenblitz das Eis gebrochen zu haben! Ah, es geht heute nicht so schön, seine Stimme. Lass mal stehen, jetzt will ich ja reden. Nein, liebe Güte, ich muss den ganzen Eindruck erst einmal verdauen. Man wird ganz schwummelig beim Gedanken in die neumodische Technik. Hat er überhaupt mitbekommen, was da abging? Albert Unfug. Was habt ihr jetzt davon? Warum musst du ja heute diese dumme Ausstellung gehen? Ja, Liebste. Meine Wegen haben uns die ganze Nacht wieder ruiniert. Ja, Liebste. Ja, Schatz. Wir könnten ja etwas im Park flanieren, damit du nicht wieder beruhigst. Fällt dir ja reichlich später ein. Mutter hat es so recht, dass sie mich für dich gewarnt hat. Kartoffelkrieger! Sie haben sich da gefälligst raus. Ah, schön. So, ab ins Gasthaus. Gasthaus. Nein. Wo gehe ich jetzt? Da war ich schon mal, aber. Warum gehe ich jetzt zu einer Fabrik schloden? Wenn ich doch dahin will. Wo ist er denn? Blond. Ja. Bleib wie mein Vater gemalt. Fürchtet, das Gerät sie umsonst aushauen! Ihr Mann wird noch bei der Weltausstellung benötigt! Vielen Dank, dass Sie mir eine lästige Wahlzeit erspart haben, Herr Offizier. Dann kann ich ebenso gut nach Hause gehen.
25 XP. Experience Points. Kann ich den Brunnen mitnehmen? Ich wollte schon immer mal einen Brunnen mitnehmen. Aber nie hat mich das Spiel gelassen. Habe damit die Umstände erklärt! Er kann es ganz beruhigt sein! Vielen Dank, mein Bester. Oh, verzeihen Sie die vertrauliche Anrede, Herr Leutnant. Also, Sie haben mir wirklich sehr geholfen. Naja, die Magnale vor Rechter gehen lassen! Und ganz schnell weiterklicken! Weitergehen! Weitergehen, hier gibt's nichts zu sehen, außer diese Leiche. Einfach weil es so schön ist. Ach, herrlich. Apropos, wir könnten mal, bevor wir weitermachen, irgendwo hingehen, wo die Musik nicht so leise ist. Ja, ich weiß, wo ich wohne. Ja, bla bla. Nicht schlafen. Ich schlafe immer erst, bevor ich meinen Bericht, der eilig ist, abgebe. Schön. Und ja, es geht jetzt herrlich weiter. Wo ist die hier vorne? Wir geben bald die Spielstände aus. Was mache ich da nur? Oh Gott, die Musik ist so. Ich habe schon davon gehört, dass sie auf der Wellensteuerung hoch herging. Dann berichten sie mal der Reihe nach, Mackwitz. Melde Gehorsams, den Hergang der Dinge! Zunächst! Kurz Zeit später. Moriart hieß der Knabe also. So. Ich werde sehen, dass wir seine Habhaft werden. Klingt ja ganz nach einer interessanten Erscheinung. Nur mal zu diesen Riesenkanonen des Professor Heißes. Quali auf Witze! Sah prächtig aus! Dann müssen wir unbedingt. Attacke! An die Geschütze, Männer! Der Feind trägt Pink! Gott. Sehr treffsicher bemerkt, Herr General. Sie sind gerade in meinem Sessel. Da bemerke ich die Strolche, Kobolde. Das Ganze nur voll davon. Schon wieder. Ah! Aber heute ist doch gar nicht Donnerstag, Herr General. Was willst du eins? Er hat recht! Tja, Mackwitz, Sie sehen ja, dass wir hier zu tun haben. Gehen Sie mal zur Universität und fühlen dem alten Heißen ein bisschen auf den Zahn. Ich bin sicher, der hat da noch ein paar Projekte, für die wir uns brennend interessieren würden. Jawohl! Da wäre alles geklärt, wenn du mal im Aquarium bei den anderen willst. Ich bin viel zu gut erzogen, aber dass du denkst, was man jetzt meinen müsste. Ah! Kommt da jetzt noch was? Nein. Kommt erst später. Gehen wir mal raus, wo die Musik nicht gar so extrem laut ist. Ah. Da liegt immer noch der Chip. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass das Ding sich gleich um die Ohren fliegt. Was soll das denn darstellen? Die Gebende und die Schenkende. Öl. Alois Priestengrube. Aha! Hau einmal gemalt! Wieder sein lassen! Nie Begriff, wie du mal den Pinsel hält! Oh, schön! Dieses idiotische Testat. Ich wollte da gerade andere Wörter einsetzen. Das wird jetzt in halben Kurs immer in hellster Aufregung. Hey, Hirn! haben Sie mich erschreckt? Weiß er, wo das Büro von Professor Eisen ist? Treppen rauf und dann nehmen wir den Krach nach. Sie lassen mich aber, ja? Ich muss meine Ergebnisse in der Liste finden. Oh nein, durchgefallen. Oh, kenne ich. Nu, was hat der Uniformträger in der Heimstätte? Bill und suchen. Will er hier Andeutungen machen? Andeutung? Ich deute nicht an, mein Herr. Ich sage klipp und klar, dass unser geliebtes Offizierkorb aus selbe schwingenden Affen. Hat auch jeden Akademiker in Grund und Boden argumentiert. Irgendein Zettel voller Namen, die in zwei Spalten aufgereiht wurden. Einer davon ist deutlich länger als die andere und verursacht betretene Gesichter. Durchgefallen. Was soll denn aus mir werden? Zusammen nehmen, Kerl! Er kann ja doch immer zum Militär gehen! Als hätte jemand derartige Freundentränen vergießen sehen!
Puh, ein Glück, ich habe das Testat bestanden. Ich wollte am Anfang das Testament lesen, warum auch immer. Du Glücklicher, mir fehlen 5 Punkte. Ich fürchte, das Witzers ist an allem schuld. Hm? Liebende Studierende, das Seminar fällt heute leider aus. Genießen Sie den schönen Tag, ich tue es auch. Dr. Eigenbrot. Wenn wir gewissermaßen dann also unter Hinzuziehung der hierfür erforderlichen Edmund Stoiber Dings wie heißt es doch gleich Bahnhof. Wir sind also beim Thema der klassischen Dings Was Blitz? Ist das langweilig? Also wenn Sie im Münchner Hauptbahnhof einsteigen, dann nein. Mein Hinterzimmer wird nur auf meine Einladung beschieden, Herr Leutnant. Glückliches Zeug! Wird mir ja blöde bei! Zu spät. Transformative Erscheinung der Fauna. Metamorphische Phänomene. Ich will immer Buchstaben einsetzen, wo keine hingehören. Von wegen der Varianten in einer Spezies. Ja, ist überall dasselbe drin. Ziemlich langes Thema. Ist strengstens danach zu trachten, die Wohlgestalt des Versuchstieres zu halten und der schöpferischen Genius der Natur in seiner Wirkungsweise bedächtig. Schnickschnack! ja, ein Offizier, unverkennbar. Gestanden von Magwitz! Wie schön. Nun, mein lieber Herr Magwitz, wende ich mich wieder mal ein Problem zu. Sie können ja inzwischen irgendwelche Dinge angreifen. Problem? Bitte um Erklärung! Tja, da hören Sie es selbst. So klingt mein Problem. Bei meinem letzten Versuch ist etwas passiert, das ich nicht erwartet habe. Nun sinne ich darüber nach, wie ich der Situation wieder Herr werden kann. Werde mal der Rechten sehen! Sie? Mein lieber Leutnant, das ist ein freies Geist, das ist nicht dasselbe. Pah! Wer denn hat Universitätsdozenten zu verblüffen wissen? Na, da bin ich aber gespannt. Ja, ich auch. Soll denn das sein? So suchst du mein Pferd nach einer scharfen Attacke aus! Schleim erscheint. Boah, wir schätzen einfach mal alles ein, auch wenn ich das meiste davon eh wieder vergessen wäre. Spiel Gift, keine ausgeprägten. Das Spiel kann man auch zu zweit spielen. Oh. Okay. Ich weiß nicht, kann man das auch anders als mit Gewalt lösen? Ich glaube nicht. Ein Eimer voller Wasser? Wo hab ich den her? Und was macht der? Okay. Soll er sagen? Offiziere würden nicht mit den neuesten Forschungen fertig! Wo hatte ich denn einmal Wasser her? Hä? Ich hoffe, der war nicht irgendwie wichtig. Hm. Kommode ist fest verschlossen. Na hoppla! Der Schrank hat ein Arzneifach! Ich kann mich nicht erinnern, beim letzten Mal eine. Aber das Schlüssel ist unangenehm, nach allen Regeln der Kunst erledigt! Kollegüriger, Sie haben die biomorphe Probe doch hoffentlich nicht beschädigt. Weiß nichts von Biomorph-Proben! Könnt ihr sagen, dass der Klima tot ist? Oh nein, Seeländer, was haben Sie getan? Ich dachte, Sie fangen die Probe, lediglich. Ach, Militär. Kann man das auch anders lösen? Hinaus, Unseliger! Das würde mich jetzt mal interessieren. Moment, ich muss mal kurz was schauen gehen.